Zur Eröffnung der Präsidentenwahl im Iran hat der religiöse Führer Khamenei die mehr als 61 Millionen Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgefordert. Das geistliche und politische Oberhaupt des Landes betont, eine hohe Wahlbeteiligung sei für das Wohl der Islamischen Republik absolut notwendig. Experten rechnen aber mit einer geringen Beteiligung, weil der Unmut unter der Bevölkerung über die Wirtschaftslage wächst. Bei dem Votum treten nur 4 Khamenei-treue Bewerber an. Als aussichtsreich gelten da Parlamentspräsident Kalibaf und der frühere Unterhändler bei den Atomverhandlungen Jalili. Weil die Stimmen per Hand ausgezählt werden, wird erst in 2 Tagen dann mit Endergebnissen gerechnet. Es ist überhaupt keine Wahl. Das ist eine Scheinwahl. Da wird eine Wahl vorgetäuscht, um quasi die Menschen ein Stück zu besänftigen. Aber wie gesagt, die Wahl ist überhaupt nicht demokratisch. Die Kandidaten sind handverlesen, sind vom Wächter raus ausgesucht worden. Andere sind aussortiert worden. Und auch darf man auch nicht vergessen, im Iran hat nicht der Präsident das letzte Wort, sondern der oberste religiöse Führer. Also der Iran möchte gerne hier, oder die Islamische Republik möchte hier demokratisch aussehen. Aber sie ist keine Demokratie, sondern sie ist eine grausame Diktatur.